Und heute im DAX befinde ich ein Unternehmen, Delivery Hero, ja, um vielleicht unseren Zuseherinnen und Zusehern so ein bisschen einen Grip zu geben, was ist sozusagen die Erfolgsstory hinter demjenigen, der sozusagen mit seinem Team und seinen Partnern ein richtiges digitales Logistik-Milliarden-Business aufgebaut hat. Kommt ein bisschen, ich als Österreicher in Wien geboren, ich habe vorher auch ein bisschen zum Hintergrund einen Ingenieur gemacht für Biochemie und Genetik. Ich war deshalb immer ein bisschen mehr wissenschaftlich auch angehaucht, ein bisschen zahlengetrieben, vor allem auch in der Chemie, was passiert, wenn, Reaktionen und so weiter. Und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin dann eigentlich schon mit 19, 20 in so ein bisschen unternehmerische Schiene geraten. Vielleicht war ich auch ein bisschen immer rebellisch und war nicht so gut mit Autorität. Und habe damals schon im ersten Schritt sozusagen eine Massive Multiplayer Online-Gaming-Firma mit Freunden gegründet. Auch damals sehr garagig, auf der Matratze geschlafen, in einer 50 Quadratmeter Wohnung, zu dritt, nebenbei die anderen programmiert und Computer gespielt. Das war schon ganz wild. Und dann 2004 und 2006, eigentlich 2006, eine Zeit nach China gegangen. Und während der Zeit hatte ich auch ein paar gute Freunde, die sehr gute Entwickler waren, Softwareentwickler, in Wien. Und die haben, und da kommt es auch her, das wissen ganz wenige, auch der ganze Erfolg lässt sich eigentlich auf Wien zurückführen. Die haben damals gesagt, hey Markus, lass uns doch was gemeinsam machen. Wir würden doch gerne eine neue Programmiersprache ausprobieren für ein Projekt. Und Essen bestellen ist so übel, wir arbeiten den ganzen Tag im Büro und das war damals für manche, die kennen das, das MetaLab beim Rathaus in Wien, eigentlich so einer der ersten Coworking Spaces, glaube ich, die es überhaupt gegeben hat. Und da habe ich dann gesagt, hey, finde ich spannend, ich glaube an euch, ich finde das gut, ich kümmere mich um Fundraising, ich kümmere mich um Business Development und helfe dabei auch mit. Und hab das dann getan, habe das erste Geld damals auch besorgt, habe mir Geld ausgeborgt damals von jemandem und das dann als erste in die Firma investiert. Und so als Hintergrund, die erste Finanzierungsrunde in der Firma damals, viele kennen sie doch sehr anstrengende Werbung, habe ich mir sagen lassen in Österreich, war die Firma Miam. Und die erste Finanzierungsrunde, soweit ich mich erinnern kann, damals waren 70.000 Euro. Also wir haben damals mit 70.000 Euro Miam gestartet. Und wir hatten sonst aber auch fast niemanden gefunden, außer ein, zwei Angels, die das mit investieren wollten. Und ich war zu der Zeit auch noch so zwischen China und Österreich. Und es war ein bisschen auch ein Familienunternehmen. Meine Schwester hat dort 5 Jahre gearbeitet, mein Bruder hat dort mehr als ein halbes Jahr gearbeitet. Und hin und wieder hat sogar nebenbei meine Mutter ausgeholfen. Und die Firma war auch, ich glaube, 3 bis 4 Mal fast Konkurs. Also wir mussten 3.000 Euro nachschießen, 5.000 Euro nachschießen. Und währenddessen sind halt die Zahlen langsam gewachsen. Und ich kann mich so an Geschichten erinnern, wie wir damals ganz viele Orders, schon über 10.000 an Restaurants im Monat geschickt haben. Und wir hatten keine Verträge mit denen. Weil wir natürlich ich war da zu der Zeit in China, ein sehr programmierlastiges Team waren. Und man sagt ja auch nach, Programmierer sind dann nicht immer so gut im Sales. Was macht ja auch Sinn. Jeder macht seine Stärken. Und wir haben uns dann auf so ein System geeinigt, wo Angelo Laub damals, der Geschäftsführer, auch bis zum Ende, sozusagen bis zum Verkauf, ja, wo wir dann ein System hatten, wo ich ihm eine SMS geschickt habe und gesagt habe, geh zu einem Restaurant, jedes Mal, wenn du beim Restaurant rausgehst und einen Vertrag unterschrieben hast, schick mir eine SMS, ein Besuch, ein Vertrag, 1-1. Und am Ende des Tages, dann um 12 Uhr des ersten Tages, hat er geschrieben 11-10. Und ich dachte mir, will der mich jetzt irgendwie so verarschen oder ähnliches? 11-10, wie kann das sein? Und rufe ihm an und sage, hey Angelo, was ist da passiert? Und er sagt, naja, einer hatte 2 Reste raus. Und so hat eigentlich die ganze Umsatzgenerierungsseite von Miam angefangen. Und das ist dann halt immer weitergegangen. Und ich habe das dann auch in China gemacht. Wir haben das dann erst für Ausländer in China gemacht, dann für Chinesen in China. Da wurde dann auch dort eine Firma mit einigen 100 Mitarbeitern. Und dann bin ich 2010 nach Berlin gekommen, um auch mit ein paar anderen Partnern gemeinsam sozusagen das gleiche Businessmodell, auch wieder mal interessant mit der österreichischen Software von Miam, wo uns auch damals noch Angelo geholfen hat, das Ganze in Österreich, also Entschuldigung, von Österreich in Deutschland aufzusetzen, technologisch, haben wir mehr oder weniger Lieferheld gestartet. Und ich habe das Team gebaut damals, super, super Mitgründer, also ich war super glücklich und ich glaube, wir waren alle sehr, sehr happy auch, dass wir miteinander hatten. Und haben das dann in Deutschland sehr stark getrieben. Und ein Jahr danach haben wir gesagt, wird doch Sinn machen, das international zu machen. Und dann haben wir das Gleiche wieder getan. Wir haben die Software der deutschen Firma genommen, die wir eben schon weiterentwickelt haben von der österreichischen Software, und haben damit dann Delivery Hero gegründet. Ich konnte damals Niklas überreden, der jetzt ja noch immer Geschäftsführer ist und wahnsinnig gut, wahnsinnig erfolgreich, beeindruckend, dann das gemeinsam mit mir zu machen. Und dann haben wir mehr oder weniger Delivery Hero jahrelang
ja, auch durch viele Täler der Tränen zum Teil und ohne Vertrauen von sehr vielen Investoren geschafft, jetzt zu einer Firma zu machen, die über 20.000 Mitarbeiter hat und mal kurzfristig jetzt auch, glaube ich, 20 Milliarden Bewertung hatte und vor kurzem in den DAX aufgestiegen ist. Also schon, ich bin sehr happy, aber wir wissen auch, dass wir neben einem guten Team auch sehr oft ein gutes Timing und sehr viel Glück hatten. Aber es hatte doch, ja, schon massiven Impact und es war eine, ja, eine wilde Geschichte mit ganz vielen interessanten Vorkommnissen, würde ich mal sagen. Aber wenn ich mir die Zeitpunkte so ansehe... Ja, mag schon sein. Aber eines sage ich dir, was ich mir aussuchen kann, ist, jeden Tag aufs Neue, ob ich in der Früh vom Bett aufstehe, ob ich aufbreche, ob ich das Unternehmen starte, ob ich den Summit überhaupt im Fokus führe, ob ich mich einlasse auf gepflegte Abhängigkeit und dynamische Führung, ob ich überhaupt klettern gehe. Ja, das kann ich mir jeden Tag aufs Neue aussuchen und ich habe mich heute wieder entschieden, habe ich zu dem Italiener gesagt, die westliche Zinne zu erklettern in diesem Schwierigkeitsgrad, auch mit neuen Fingern und ohne sehen zu können. Das geniale Gefühl am Abend nach der Dusche, wenn wir dann ins Bett gehen und den Tag Revue passieren lassen, haben wir beide genau das Gleiche, habe ich zu den Italienern gesagt. Wir haben einfach einen genialen Tag erlebt. Deswegen möchte ich euch alle animieren, lasst euch nicht von irgendwelchen Amputationen, Blindheiten oder anderen Dingen der Gesellschaft da aus der Bahn werfen. Das hat alles keinen Sinn, ja? Sondern nutzt die ganz kurze Zeit, die wir im Verhältnis des Universums auf dem Planeten überhaupt probieren dürfen. Wir sind ja leider beim Probieren da, wir sind ja keine Profis, es wird ja nichts perfekt. Mir sagen, muss auch gar nicht sein. Nutzt bitte gemeinsam mit mir, mit der jungen Wirtschaft Österreich, den Aufstieg ja, zum Summit. Das ist einmalig, das ist genial und ihr könnt es mir glauben, der Lohn folgt auf den Fuß, wenn du mutig bist. Danke, dass ich da sein dürfen bei euch und vielleicht gibt es ein paar Rückmeldungen und ein paar Fragen. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Andi Holzer, für die Gänsehautmomente. Ich hoffe, es geht euch genauso wie mir. Das war ein grandioser Einblick in die andere Welt des Summits sozusagen. Der Andi bleibt jetzt noch bei uns und wird die Fragen, die im Chat entstanden sind, auch weiter beantworten. Zwei Themen, die ich kurz ansprechen wollte. Zum einen bekommen wir immer wieder Rückfragen im Chat, was die Namen betrifft und natürlich auch die Chatfunktion untereinander. Aus DSGVO-Gründen dürfen wir die Namen natürlich nicht einblenden, das zum einen. Und zum anderen mutieren wir gerade zum größten Live-Event Österreichs. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Einschaltungen, für euer Teilen des Hashtags Miteinand, weil es verbreitet sich gerade rasant die Kunde auch digital, dass es sich auszahlt, heute mit dabei zu sein. Und vielleicht ein kleiner Hinweis auch, das, was heute geboten wird, wird nur live geboten. Zum Nachschauen gibt es das leider nicht. Also die Pausen dann immer kurz nutzen, um euch mit Essen einzudecken und Getränken, damit ihr auch alles live mitverfolgen könnt. Wie geht es bei uns dann weiter? Auf der Mainstage um 15.45 Uhr haben wir dann die Nicola Fritze hier mit Einfach machen. Und auf der Sidestage sozusagen gibt es dann ein Panel mit drei ganz herausragenden Persönlichkeiten. Das Thema ist die Krise als Innovationsturbo. Mit dabei ist unsere stellvertretende Generalsekretärin Mariana Kündel. Dann haben wir den Markus Linder und den René Schader. Moderiert wird das Ganze von unserem Partner heute hier vor Ort, Dejan Jovicevic vom Brutkasten. Und ich freue mich jetzt, wenn Andi Holzer in der Live-Berichterstattung alle Fragen aus dem Chat beantworten wird. Ja, hallo, servus. Wir sind wieder zurück hier bei unserer Q&A-Session. Es gibt eine Menge Fragen, auch aus dem Chat. Die wollen wir natürlich aufgreifen. Und es freut uns jetzt sehr, Andi, dass du hier bist und auch jetzt noch ein bisschen ein paar quasi Insights uns auch geben kannst, vor allem auch der Community. Eine Frage, die da auch reingekommen ist, ist vom Roland. Was ist dir konkret durch den Kopf gegangen, wie du das allererste Mal am Mount Everest gestanden bist? Das Erreichen des Mount Everest war für mich
der Nullpunkt, weil ich einfach weiß, aus ganz vielen Filmen und Erzählungen und Hörbüchern und alles, was ich mir reingezogen habe, rein akustisch, dass die meisten Menschen, die vom Everest nicht nach Hause gekommen sind, da gibt es ja heute noch stumme Zeugen, die oben einfach als gefrorene Überreste von Menschen neben dem Weg sitzen, was für mich übrigens jetzt nicht so verachtens, oder es ist wie ein Friedhof, ist ja auch eine Einstellungssache, wenn man da vorbeigeht. Sehr, sehr demütig ist man da oben und das sagt dann einfach ganz direkt, wie klein das Leben ist. Und ich habe einfach gewusst am Gipfel, wenn ich einer von denen sein möchte, dann brauche ich nur am Gipfel meine ganze Energie verschwenden in Emotionen und in Hurra und Posaunen und Trompeten. Ich habe oben völlig auf Null geschalten, auch mit meinen Wahrnehmungen. Ich habe nur meinen Clemens, meinen Partner, gebeten, mit der Videokamera ein 360-Grad-Video zu machen. Das haben wir vorher im Vortrag kurz gesehen. Weil ja, da haben dann die Leute alle Fragen, ja, wie es da oben ausschaut. Und dann habe ich halt irgendwas mit. Aber es war überhaupt nicht da. Also das Realisieren, es ist wie bei einer Aktie, wenn du den höchsten Kursstand hast, da darfst du noch nicht freuen. Der ist noch nicht realisiert. Realisiert ist, wenn du die Aktie dann verkaufst. Und so habe ich das gespürt. Wenn ich daheim die Türschnalle in die Hand nehmen darf, bei der Haustür, nachher kann ich von mir behaupten, ich bin zumindest nicht am Everest umgekommen, sondern irgendwas anderes wird später kommen. Ganz pragmatisch. Was hast du dann sonst oben da wahrgenommen? Wahrscheinlich hörst du auch sehr, sehr gut. Ist der da irgendwas? Unspektakulär, also man hat nicht einmal gescheit sitzen können, weil das Eis war so bockig, ja eben ewiges Eis. Man hat überhaupt nicht sich entspannen können, weil wie auf einem steilen Dach ist man da oben so halber gelandet und immer wieder abgerutscht mit dem Hinterteil Richtung Steigeisen. Also es war einfach ungemütlich, wie auf einem zugigen Bahnhof, es hat gezogen. Wir haben ein Traumwetter gehabt, 26 Grad minus, keine Wolke und ganz leichter, vielleicht 5 km/h Wind, also überhaupt traumhafteste Verhältnisse, was man sich vorstellen kann, aber trotzdem, wenn man im Nichtstun verharrt, also wenn man rostet, dann ist halt alles gleich zu kalt. Naja, und dann habe ich natürlich schon meine Burschen gefragt, sagt einmal, was seht ihr da? Ist es jetzt wirklich so gewaltig am höchsten Punkt? Also ich habe genau die Frage, die mir jetzt die Leute hier im Chat stellen, habe ich meinen Freunden am Everest gestellt, weil ich bin ja damals eigentlich auch nur quasi Chat-Teilnehmer gewesen, ich war ja visuell gar nicht am Everest, ich war ja nur körperlich oben. Und meine Freunde haben gesagt, weißt du was, Andi, es ist eigentlich so wie bei uns daheim. Wenn man am Großvenedig, am Großglockner steht, dann ist auch drüben ein anderer Berg, der ist ein bisschen kleiner und da drüben ist noch wieder einer ein bisschen niedriger und da geht das auch Tal aus, da ziehen die Nebelfetzen aus. Es ist eigentlich genau gleich wie zu Hause. Und das muss man sich ja vor Augen halten. Das menschliche Auge ist ja das am meisten getäuschte Sinnesorgan von unseren 5 Sinnesorganen. Wir haben ja kein unzuverlässigeres wie das Augenlicht, weil es eben die Dimensionen, die Entfernungen, die Winkel, die Proportionen überhaupt nicht einschätzen kann. Und so ist das Trugbild entstanden für meine sehenden Partner, dass auch am Mount Everest auf 8848 Meter die gleichen Winkel, die gleichen Dimensionen, die gleichen Proportionen der Umwelt, der Umgebung, der anderen Berge, der Täler, der Nebelfetzen in der gleichen Ebene reingezogen wurden, ist wie am Großglockner oder vielleicht was habt ihr denn da in Niederösterreich, den höchsten Berg, das kannst du mir jetzt beschreiben? Ich bin eigentlich ein Kärntner, muss ich zugeben. Ui, na, sagen wir am Katschberg. Ja, okay. Ja. So ist es. Also es ist alles nicht so spektakulär, wie es ist ein reines emotionales Ding. Man muss schon aufpassen, dass man nicht wegkippt. Also da habe ich mich furchtbar davon gehütet, dass ich es da oben nicht plätschern lasse. Ja. Aber das habe ich zusammengebracht. Und wie lange warst du dann oben? Wir waren 40 Minuten, von 7.20 Uhr bis 8 Uhr. Und je länger du da oben bist, desto höher ist die Gefahr, dass du dich nicht mehr aufraffst. Wie gesagt, die höchste Leistung bringst du beim Abstieg. Weil da bist du dann schon, man muss sich vorstellen, ich habe ein eigenes Buch darüber geschrieben, wenn es interessiert, habe ich ganz genau beschrieben, aber das ist jetzt nicht ein Bergsteigerbuch, sondern es ist wirklich eine Philosophie über Summit. Ja? Ich habe 2 Bücher schon geschrieben, die sind beide empfehlenswert auf Weihnachten hin, sicher ein Buchtipp, ganz was Besonderes aus meiner eigenen Feder, da gibt es keinen Ghostwriter. Und das habe ich auch dort beschrieben. Dort oben, wie soll ich denn sagen, beim Abstieg, wir sind um 23 Uhr des Vorabends losgestiegen.
Wir sind die ganze Nacht nur durchgestiegen. Ja. Die ganzen Nachtstunden, immer weiter in den frühen Morgenstunden, wie die Sonne aufgegangen ist, sind wir Richtung Gipfel gekommen. Und der ganze restliche Tag, von 8 Uhr morgens bis den ganzen Tag, ist für den Abstieg reserviert. Und da bist du ja dann 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden schon unterwegs. Und je mehr Stunden du unterwegs bist, desto gefährlicher ist die Unkonzentriertheit. Und das erlebt man am Everest immer wieder, dass beim Abstieg Leute einfach verunglücken, weil man einfach fertig ist. Und weil die Emotion nachlässt, wenn du den höchsten Punkt erreicht hast, glaubt man ja, jetzt kann man, das Adrenalin fährt zurück und man ist nicht mehr so scharf. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Ja. Also da musst du dich nochmal richtig anstrengen. Da musst du bewusst, also das geht nicht mehr mit Emotionen und mit kindlicher Leichtigkeit, da musst du dann wirklich ein Erwachsener sein, sonst kommst du nicht mehr heim. Wir haben dann auch noch eine Frage gekriegt vom Hans. Wie hat dein Umfeld auch reagiert, wo du gesagt hast, okay, ich mag professioneller Bergsteiger auch werden? Ja, ich habe verschiedene Umfelder. Also meine Familie, meine Frau, Sabine und mein engster Freundeskreis und meine Eltern und meine Schwester, die haben das absolut als logische Folgerung gesehen. Die anderen Leute, ich war in einem pragmatisierten Job in einer Physiotherapieabteilung als Heilmasseur angestellt, seit 26 Jahren. Natürlich meine engsten Mitarbeiter haben das auch kapiert, ja, die mich ja wirklich kennen. Aber so die Leute rundherum, ich habe gesagt, was ist das für ein Wahnsinniger? Jetzt ist er 43, war ich damals. Jetzt gibt er den Job auf und er ist bis zur Pensionierung abgesichert und jetzt gibt er das auf und das, wie kann man so, und dieses Risiko und diesen, ich habe es selber nicht gewusst, ob es funktioniert mit Vorträgen. Ich habe damals vielleicht 10 Buchungen gehabt, mehr, ich habe nicht gewusst, wie das geht, aber ich habe einfach gespürt, Andi, wenn du dich jetzt nicht bewegst, wenn du nicht, also nur in der Bewegung entsteht die Chance. Und ich habe zu diesen Leuten dann gesagt, Burschen, ich gönne diesen Job einen Jungen, talentierten Masseur, vielleicht kriegt er da einige Jahre die Chance. Ich spüre einfach, dass da noch mehr zu tun ist auf dem Planeten, wie jeden Tag seit 26 Jahren. Das war extrem wichtige Geschichte für mich, nachdem mir der Berufsberater mir den Korbflechter vorgeschlagen hat. Und nicht, dass ich jetzt einen Korbflechter runtermachen möchte, überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben so viel Körbe gekriegt, also das ist auch ein wichtiger Job. Jetzt spaßhalber, aber es ist wirklich nicht bewertend von mir, aber jeder soll bitte, ja, ich bin einfach nicht Korbflechter und nicht Bürstenbinder geworden, ich bin Heilmasseur geworden und der auch nur bis zum 43. Lebensjahr. Und dann habe ich gewusst, es gibt noch ganz was anderes zu tun. Und da hat mir einfach das Leben dorthin geführt. Ja. Ohne Garantie. Die Garantie kann sie alle wegschmeißen, die braucht man nicht, die macht uns fertig. Die Garantie ist ein Hämmer vom Summit. Da kommst du nicht auf mit Garantie, geht nicht. Hast du jemals auch gezweifelt bei diesem Weg? Ich zweifle heute noch, weil Zweifeln für mich ein Teil des Spiels ist. Wenn du Zweifeln wegdrückst, wenn du Zweifeln versteckst, wenn du Zweifeln ignorierst, dann hast du das Spiel nicht verstanden. Das Spiel des Lebens, so wie es wahrscheinlich unser Schöpfer es mit uns gemeint hat, er ist es selber verzweifelt. Es ging mir ein bisschen in die religiöse Diskussion, er hat selber schlechte Tage gehabt und das gehört für mich dazu, weil wir eben nicht im Paradies hier leben. Also zweifeln, traurig sein, dunkle Stunden erleben, alles was ihr heute von mir gehört habt, ist alles bunt, farbenfroh, lustig, Musik und gehen wir aufwärts. Man muss im Leben ganz, ganz dunkle Täler durchschreiten, um das überhaupt leben zu können, was ich jetzt lebe. Also, ich bin mit 26, 27, 29, 31 Lebensjahren oft verzweifelt gewesen und die Sonne hat beim Fenster reingescheint in meine Massagekabine. Ich habe einen Zorn auf die Sonne gekriegt, ich habe sie gespürt am Unterarm. Ich habe einen Zorn gekriegt, weil ich gesagt habe, für was scheint denn die depperte Sonne, wenn ich mein ganzes Leben nie aus dem Kammerl rauskomme. Es war für mich ein Hohn. Erst heute weiß ich, wie wertvoll die Sonne für mich ist. Jetzt scheint sie nämlich immer noch. Also ich möchte euch einfach ermutigen, diese Täler der Dunkelheit, den muss man durchziehen. Das ist nämlich der Schleifstein, der macht dein Profil, der macht deine Kante, der macht deine Schärfe, der macht deine Klinge, der macht deine Klarheit. Und wenn du da die Zweifel quasi, also den Schleifstein beiseite schiebst, dann wärst du eine runde Kante, dann wärst du ein schleimiger Mainstream-Typ, von dem haben wir eh schon genug. Den brauchen wir nicht fördern.
Wir haben dann auch noch eine Frage bekommen. Es geht um das Thema dynamische Führung. Das hat die Petra auch gefragt. Was sind da so die Erfolgsfaktoren für dynamische Führung? Du hast es ja auch angesprochen bei dir. Dynamische Führung ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von überhaupt allem menschlichen Zusammenseins. Ja. Mutter, Kind fängt schon so an. Die Mutter allein weiß nicht, wann das Kind was zu trinken will. Ja, oder was. Das Kind darf die Mutter schon dynamisch führen, indem es eben, ich rede jetzt von 2 Wochen alten oder 1 Wochen altes Kind. Ja. Da fängt es schon an. Eine Mutter mit dem Kind, ist auch in der Tierwelt so, ist völlig dynamische Führung für mich. Da gibt es nicht die Mutter, die jetzt genau auf die Uhr schaut und den Stundenplan hat, wann das Kind und so weiter. Wann das Kind schlafen will und wann nicht. Das ist für mich gelebte dynamische Führung. Im erwachsenen, intellektuellen Alter, aus der Schule heraus, wo alles in Formen gepresst ist, da wird das abgestellt. Ja. Da wird das immer mehr in die statische Führung, ist ja viel einfacher zum Handeln. Statik ist immer viel einfacher wie Dynamik. Da kannst du viel besser berechnen. Und deswegen will auch die Gesellschaft, will die Politik möglichst statische Systeme, die man von oben her berechnen und auch einteilen kann und genau wissen kann, wie viele Leute sind auf der Höhe, wo ist der, dynamisch geht es nicht. Und das sieht man ja jetzt in dieser Krise, die wir gerade haben, da ist auch eine große Gefahr für mich, dass viel zu wenig dynamisch, sondern viel zu statisch dieser Covid-Effekt dann generiert wird. Ich möchte das jetzt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, wie es jetzt gerade läuft, aber das meine ich mit der dynamischen Führung. Dass jeder manchmal ganz vorne sein muss, dass jeder Einzelne den ganzen Haufen führen muss und dass jeder Einzelne im Unternehmen, wenn er jetzt ein Unternehmen hernimmt mit 1000 Mitarbeitern, für mich hat der CEO die gleiche Verantwortung wie der Lehrling, der jetzt eine Woche im Betrieb ist. Beide haben die gleiche Verantwortung für das Vorankommen des gesamten Unternehmens. Weil wenn der Lehrling nicht mitspielt, wenn der bewusst was Böses will und macht, dann kann der CEO machen, was er will, hat er keine Chance, da brennt am nächsten Tag die Bude ab. Das ist ganz einfach. Also man muss einfach verstehen, wir haben alle miteinander die gleiche Verantwortung. Und daran liegt auch der Mangel der Motivation von vielen Menschen, weil ihnen der Hebel der Verantwortung weggenommen wird durch die statische Führung. Also statisch geführt, sagt er, ich habe sie selbst erlebt. Fährt man das vegetative Nervensystem so ein Stückchen dann runter, dann kann man sich noch ein bisschen erden mit den Füßen. So. Mhm. Und das Schöne mit dem Atmen, ich weiß noch sehr gut, ich hatte mal einen Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle, da waren 5.500 und da war ich schon auch aufgeregt. Ja. Ist auch schon 10 Jahre her, stelle ich gerade fest. Ja. Und da weiß ich, da saß ich noch im Backstage-Bereich und da hieß es so, jetzt nach vorne kommen, damit Sie ein bisschen mehr Repertoire haben, wie Sie mit Mitarbeitern remote oder auch vor Ort umgehen können. Perfekt, danke vielmals. Ich wünsche eine gute und sichere Weiterreise, das ist im Moment das Wichtigste. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender, motivierender Vortrag, den du auch hier gehalten hast. Wir nehmen diese Motivationskick mit. Danke. Und ich darf jetzt überleiten auch zur Lissi. Lissi, servus, du bist wieder hier. Vielleicht, hier ja. Und bring den Dejan mit, ja. Servus Martin, hallo. Genau. Wir wollten dich ein bisschen verwirren einfach, genau. Und sind eingesprungen. Weil ich einfach wirklich, Lissi, toll gefunden habe, was ihr da erstens auf die Beine gestellt habt. Und ich kam ein bisschen sehr positiv getragen von dem letzten Panel, den wir hatten, Krise als Innovationsturbo mit Mariana Kühnel, mit René Schader und mit dem Markus Linder. War ganz so spannender Talk. Und ich wollte dir zunächst, bevor du dann ausführst, die gratulieren für dieses Event. Ich kenne schon ein paar Zahlen, ich weiß nicht, ob die vertraulich sind, das kannst du vielleicht selber verraten. Großartige Umsetzung und danke, dass wir da dabei sind. Ja, ich sage danke an dieser Stelle, es sind großartige Zahlen. Wir haben jetzt 2000 Leute, die sich insgesamt für das Event angemeldet haben und die da dabei sind. Man sieht es auch hinten auf der Social Wall, es tut sich permanent was. Und ich wollte auch zu unserer Innovation gratulieren, die ja ein bisschen unsere beide war. Unsere Idee war einfach den rasenden Reporter und der Martin hält heute wirklich mit dem Harris, den man leider nur hinter der Kamera sieht, aber das werden wir vielleicht auch noch irgendwie schaffen, dass wir ihn posten dann. Der hält da wirklich die Stellung und führt uns schon durch den ganzen Tag. Also sozusagen an dieser Stelle auch einmal ein bisschen ein Lob an dich. Danke, dass du das machst und danke dir, dass wir das gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Unser Part zur Innovation. Ja, und ich glaube, das ist zu viel des Lobs an unserer Seite, weil du hast uns angerufen und ganz klar gesagt, was du dir wünschst. Wir haben es verstanden und ich glaube, ganz gut umgesetzt. Wir wollten natürlich euch allen ein paar Hintergründe zeigen, mit ein paar Leute vor den Vorhang holen, die da Partner sind, die schlussendlich das auch mit euch gemeinsam möglich machen. Und ich glaube, es ist ganz cool, zur Auflockerung diese kurzen Pausen zu haben, aus dem Nähkästchen zu plaudern und schlussendlich einmal zu sehen, was tut sich da. Genau, und wir sind eben keine Fernsehsendung, wir sind eine Live-Sendung, das hat man zuerst schon bei der Nicola Fritze gehört, wie es auf einmal extrem zum Schütten angefangen hat und da wirklich auf das Dach gedonnert hat, das gehört
einfach alles dazu. Und ja, ich glaube, dein nächster Gast wartet. Wir wollen dir nicht das ganze Programm crashen. Ja, vielleicht noch ganz kurz abschließende Frage. Welches Learning hast du auch du mitgenommen, Dian? Du, ich würde eigentlich mit den Abschlussworten von Mariana Künnel meine Learnings oder Takeaways des Panels mitnehmen. Jetzt ist es ganz wichtig, zuversichtlich und mit viel Power in die Zukunft zu schauen. Wir wollen die Krise nicht schönreden, die ist da, aber es kommt immer darauf an, wie wir darauf reagieren. Und wir reagieren, indem wir Mut zeigen, die Formate digital umsetzen wie den Summit jetzt, aber auch wir als Unternehmer die Chancen suchen, den Turbo suchen, die Märkte suchen und einfach dran am Ball bleiben. Und all jenen, denen es wirklich kritisch geht, denen hilft die Politik, denen hilft die Wirtschaftskammer, denen werden wir gemeinsam helfen und wir müssen gemeinsam anpacken für den Herbst und uns nicht in eine negative Spirale hineinbegeben. Perfekt, danke vielmals Lissi, danke Dejan, danke, dass ihr hier wart. Und ich darf jetzt überleiten, Dejan hat es eh schon auch angekündigt, Mariana Künnel darf ich hier zu mir bitten, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich. Servus Mariana, du bist heute auch hier bei diesen jungen Wirtschafts... Erfahrungen der Corona-Krise schon weiterentwickelt und auch Arbeitgeber, die dieses Gütezeichen haben, haben weniger Fluktuation. Die Motivation ist größer, also Vereinbarkeit ist ein Thema und das greifen wir aktiv gemeinsam an. Liebe Christine, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Wir fühlen uns bei dir in den besten unternehmerischen Händen sozusagen und wissen, dass unsere Anliegen ankommen. Bei uns in Wiener Neustadt geht es jetzt spannend weiter. Wir freuen uns jetzt auf ein Interview von Präsident Harald Mahrer mit Markus Fuhrmann, einem der erfolgreichsten österreichischen Unternehmer. Hier reinbekommen, die auch unterschiedliche Themenbereiche umfassen, unter anderem auch das Thema Bildung. Und da fragt auch der Bernhard, wie kann man First Principle Thinking in der Schule vermitteln? Da braucht es natürlich eine krasse Reform auf jeden Fall. Also wir lernen ja immer noch so, oder viele Lehrpläne sind ja immer noch so darauf ausgerichtet, dass unsere Kinder brave Fabrikmitarbeiter werden, die bloß nicht irgendwo anecken und auffallen und immer schön das tun, was ihnen gesagt wird. Das ist leider immer noch so. Es wird ja langsam aufgelockert. Es geht langsam in eine andere Richtung. Aber hier geht es auch ganz klar, finde ich, auch an die Verantwortung der Eltern auch dazu sagen. Also ich versuche auch immer natürlich bei meinem Sohn, der ist 8, 4. Klasse, klar will ich einerseits, dass er seine Aufgaben macht, weil so ein bisschen mal den Arsch zusammenkneifen, ja, Arschbacken zusammenkneifen, das muss ja auch sein und das Leben ist nicht immer einfach, man muss sich auch anstrengen, aber ich versuche jetzt auch eben nicht jetzt so, oh Gott, du musst jetzt nur gute Noten, weil sonst wird nichts aus dir im Leben, sondern versuch's doch mal anders, da versuche ich schon ihm das auch so etwas vorzuleben auch, ja, oder Dinge anders zu machen, auszuprobieren, ihn jetzt auch nicht schimpfen, wenn er mal einen Fehler macht, sondern sagen, es gehört alles dazu, da, ich glaube, das ist entscheidend, aber natürlich müssen wir da ganz viel ganz, dass wir ja, den Kindern beibringen, dieses kreativ zu denken. Ich meine, ich glaube, die können das ja, eigentlich müssen, wir müssen es denen gar nicht beibringen. Die können das ja, wir nehmen das denen nur weg. Also die sind ja eigentlich so, sie sind perfekt und sind kreativ, aber dann ab dem Zeitpunkt der Schule, bam, machen wir da einen Deckel drauf, jetzt darfst du nicht mehr das, jetzt musst du hier still sitzen, da müssen wir ansetzen. Da habe ich